Da stehe ich nun auf dem Kiholbeet und versuche euch ein paar Bilder einzufangen. Muss sagen, glücklicherweise kommt gerade die Sonne raus. Das kann ich gebrauchen. Denn so einen richtigen Start, so einen Schritt in die Tür schaffe ich gerade nicht so richtig. Deswegen einfach mal drauf los. Also im Garten hat sich sehr viel getan. Und ich würde sagen, diesmal gehen wir wieder im Kreis, wie ihr das von mir kennt. Aber ich denke, das wird ein wilder kleiner Gartenrundgang. Also es gibt jede Menge Ecken, wo ich nochmal aktiv war. Ich habe auch ein paar Sachen zu Ende gebracht. Andere Sachen haben sich dann wiederum ergeben, die dann irgendwann nochmal anstehen. Aber das zeige ich euch dann gleich im Detail. Ich dachte mir, ich mache jetzt nochmal ein umfängliches Ding aus diesem Video. Auch wenn ich gerade erst einen Gartenrundgang hatte, hat sich durchaus so viel getan, dass es eine längere Folge werden könnte. Und ich würde sagen, ich fange da an, wo ich zuletzt, ja, ich sag mal, in der Baustelle aufgehört habe. Ich habe das gar nicht mehr so hundertprozentig im Kopf, wo wir da standen. Das ist ja nicht nur YouTube der Content, den ich bediene, sondern ja, darüber hinaus, ich habe es ja schon erwähnt, mit TikTok, da mache ich auch Videos. Und deswegen weiß ich da gar nicht, wo wir gerade stehen in der Doku-Serie. Ich gebe aber mein Bestes, jetzt einfach mal das aufzufangen, was wichtig ist. Und dann vielleicht das ein oder andere Detail werde ich dann noch hervorheben. Ja, hier ist das Kiholbeet. Stand der Dinge ist, da gehe ich mal ein bisschen weiter weg, kriegen wir es ein bisschen breiter drauf. Das Kiholbeet sieht derzeit so aus. Hab hier auch wieder die Pfannen verbaut, alles gemulcht, wobei ich hatte ja irgendwie Besuch. Irgendwer hat hier, ja, rumgewühlt und irgendwie ist die Platte da auch schräg, ja, also ein Tier kriegt das an sich nicht hin. Aber wer weiß, vielleicht kam es vom Regen letztendlich. Wir hatten hier ordentlich Regenguss. Dort seht ihr noch ein bisschen, ich gehe mal direkt aufs Beet drauf, zu meiner Linken. Da haben wir zweimal, es müsste Beete sein oder gelbe Mangold, das wird sich noch zeigen. Ich habe das nicht so in Erinnerung, was ich da mitgenommen hatte. Salat. War so ein Stand auf dem Wochenmarkt, da hat es mich ein bisschen gekitzelt. Salat hat halb überlebt. Wird auch schon wieder minus 2 Grad, das kann der Salat ja an sich ab, aber hier gibt es auf jeden Fall ein paar Lebewesen, die Hunger hatten. Und somit sind einige Pflanzen weg. Und auch so meine Experimente mit den Tomaten. Durch die minus 2 Grad habe ich es mir da versaut. Die leben natürlich alle nicht mehr. Aber ich wollte es versuchen. Ja, das ist das Kiholbeet. Von Weitem auf jeden Fall wie eine runde Sache. Und ihr könnt das eigentlich schon so ganz gut erkennen. Hier an den Seiten überall habe ich Schier gemacht. Auch wieder Lebensraum für die Tiere. Hier in der Ecke habe ich übrigens eine Kröte gefunden. Und auch ein kleines Video für euch gedreht. Das war echt eine Riesenkröte. Und da sind mir auch noch zwei Exemplare mehr begegnet von. Wobei, das war jetzt so eine schwarze, größtenteils schwarz, Erdkröte. Und die anderen, die waren dann eher nochmal so ein bisschen erdfarben. Ja, was habe ich hier drin, was wächst? Hier vorne auf der Ecke haben wir Liebstöcke. Einen ordentlichen Schub gemacht. Kronlichtnelke, die habe ich schon benannt. Da haben wir zweimal die Nachtkerze drin. Hier, wo die Stöckchen sind, habe ich ein bisschen was ausgesät. Da habe ich Zwiebeln besorgt und quasi hier ist eine Reihe, da ist eine Reihe und da ist auch nochmal eine Reihe. Verschiedenste Zwiebeln. Vielleicht zeige ich die euch mal ein andermal. Ja, und die Blüten kommen durch und ich höre gerade, dass wieder ein bisschen Regen runterkommt. Aber die Sonne bleibt uns heute soweit. Ja. Übrigens, die Möhrchen aus dem Vorjahr, die lasse ich an dieser Stelle blühen, wenn ich schon erwähnt. Ja, und somit habe ich hier wieder einen schönen Eingang. Da ich jetzt nicht weiß, inwieweit ihr da das schon mitgekriegt habt, habe hier nochmal neu aufgemauert und vor allen Dingen da alles am Brennnesseln und so weiter rausgeholt. Und jetzt habe ich hier wieder einen schönen Zugang. Komme hier an die Kompostmitte ran. Hier liegt sowieso tolle Erde, durfte ich feststellen. Die habe ich quasi dann noch zur Verfügung, wobei ich jetzt hier auch noch sehr viel habe. Ach, herrlich. Vor allem das mit der Weide ist immer eine Wonne. Na gut, schauen wir weiter. Die Aglaie vorne in den Blühstreifen sieht derweil so weit aus,
Da freue ich mich, einer der ersten Blüher nachher. Der Salat, da hat auch überlebt. Vorne kommt nochmal Zwiebel, Knoblauch irgendwie. Wenn ich schon gezeigt, habe ich mittlerweile einige Vergissmeinnichts im Garten. Die anderen zeige ich euch gleich. So, da drüben gehen wir gleich hin. So als kleinen Spoiler. So, aber wir wollen hier mal weiter gucken. Ich habe hier noch ein paar Steine lagern. Hab ja auch hier übrigens jetzt einen richtig schönen Durchgang. Ich glaube, das hat noch nicht so Raum gefunden. Das kann ich hier mal durchstiefeln, wenn da mal irgendwas im Weg steht oder wenn ich einfach mal Lust habe, ja, rumzutoren. Die Himbeeren soweit. Ja, da kümmere ich mich drum, dass die ihren Platz finden, aber ja, war nicht ganz so weise, den Ort da auszuwählen, aber an sich habe ich meine Freunde, das geht schon auf. Aber die dann einen Zaum halten, weil die werden sich auch unterirdisch dann weiter ausbreiten. Hä, was sehe ich da denn? Ist das... Moment. Was habe ich denn da? Ist das noch eine Giersch? Ich habe kurz gedacht, dass es eine Tomate sein könnte, aber weit weg, weit von entfernt. Ja, wenn ich schon gezeigt, hier ist ein Dach hingekommen, wobei ich nicht ganz so zufrieden bin. War schon mal so ein bisschen bei den günstigeren Märkten unterwegs und dachte, ich packe mir was ein, was soweit stabil ist. Oh, jetzt geht der Kreislauf mit mir flöten. Ja, stabil hin oder her. Hier ist so Draht, der teilweise echt kaputt ist und da geht was auseinander. Und der Wind hat hier schon dafür gesorgt, dass was auseinandergegangen ist. Deswegen bin ich nicht so ganz glücklich mit. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Das ist jetzt noch kein Drama. Soll ja auch bald schöneres Wetter kommen. Ich hoffe, der Wind freier. Ui. Ja, der Wind lässt sich nicht vermeiden. Hier wechselt auch das Wetter jetzt gerade von, ja... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Wir hatten heute schon Hagel, Regen, alles Mögliche. Genau, hier blühwiesenmäßig. Ich habe einiges an Saatgut im Boden gebracht. Wir haben hier vorne die Vergissmeinnichts. Alles andere habe ich größtenteils schon vorgestellt. Hier haben wir eine Schlüsselblume. Die war dann beim Salat dabei und so. Als ich da unterwegs war auf dem Markt, habe ich die auch mitgenommen. Da konnte ich nicht widerstehen. Ja. Alles andere wächst hier so und mal gucken, was das eine oder andere wird. Und so ist das Abteil schon fast abgeschlossen. Hier vorne ist auch noch so ein Vergissmeinnicht reingekommen. Und die Pflanzen hier, die machen sich ordentlich breit. Also gerade so hier echt schön. Müssten Nachtkerzen sein, beides. Wollen wir mal gucken. Jetzt wird es hier ein bisschen laut. Aber davon lassen wir uns nicht abkriegen, jetzt hier weiterzulaufen. Ich laufe hier mal nach vorne. Hier drüben haben wir so ein Abteil, das hat dieses Jahr ein bisschen mehr Liebe gekriegt. Da habe ich mich quasi auch das erste Mal drum gekümmert, hier um diese Ecke, dass das ein bisschen, ja, einfach ein bisschen schöner wird. Na, jetzt wird es grau und grau hier bei uns. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Totholz hingekommen. Auch da drüben das Teil, ein bisschen da hinten. Das wird sich mit der Zeit füllen. Hab hier nämlich auch zuletzt ein paar Hasenflitzen sehen, die größeren Exemplare. Die huschen da unten immer durch den Zaun durch. Da möchte ich meinen Nachbarn ein bisschen vorschützen und ja, ich glaube, mit dem Holz arbeiten ist ganz gut. Muss man nicht gleich einen Zaun ersetzen. Ja, da vorne gibt es gleich noch ganz viel zu zeigen, aber wirklich ein ganz schönes Eckchen. Aber wir tingeln mal hier durch, denn hier hat sich auch einiges ergeben. Also jetzt auf den ersten Blick noch nicht ganz so viel, aber hier auf der rechten Seite habe ich ja immer oben das angebracht. Ich meine, das müsste jetzt auch für euch neu sein. Mein Sonnenplätzchen, natürlich auch dementsprechend, ja, optisch verschönert, hängt ja vorher auch da vorne. Und dann hier unten zu meinen Füßen das Rummel-Bummel-Schild von Ari Rakete. Vielen lieben Dank nochmal für das Geschenk. Letztes Jahr sollte das nicht sein. Hatte ich das da auch schon, aber nicht festgeschraubt wie jetzt. Jetzt sind da Schrauben drin. Aber ich sehe gerade, da ist ein Teil ab. Na super. Ah, so ging das letztes Jahr auch los. Ich weiß nicht, ob eine Katze hier ist, die das nicht mag. Oh, das hält einfach nicht. Ach Mensch, ich bin bei sowas nicht begabt. Na gut, ich weiß, es liegt da unten drin und ich darf es mir nochmal rauspulen. Also ich weiß nicht, hatte einer einen Tipp von euch da? Ich habe mit dieser Heißklebepistole ein bisschen rumprobiert, das war sowieso schon schwer ranzukriegen.
Vielleicht muss ich dann mal mit meiner Kleber arbeiten. Schade. Na gut, okay. Finde ich wieder. Jetzt habe ich aber auf der Ecke noch was vergessen. Und zwar hier vorne beim Sitzen. Ja, hier unten finden sich gerne mal Eidechsen. Und da habe ich auch ein paar Aufnahmen für euch. Denn ja, die sind sehr gesellig geworden. Wenn ich dann so in der Mitte sitze, die kommen bis vorne ran, bis ans Bein und sind ganz neugierig und sehr entspannt. Oh, jetzt laufe ich schon auf den Kartoffeln rum. Jo, das Beet hier vorne, das soll auch nochmal so erneuert werden, wie ihr das bei den anderen Sachen gesehen habt, gerade Keyhole-Beet. Damit gerade so hier das alles nicht so hoch wächst, will ich bis unten alles wegmachen, die ganzen Steine, das ganze Beet einmal schier machen. Das ist auf jeden Fall hier so eine Ecke, wo die Eidechsen sehr gerne leben. Was ihr gesehen habt, sind Mauereidechsen. Hier haben wir noch die fette Henne. Die sieht auch sehr früh, sehr fresh aus, muss ich sagen. Hat immer so ein Gefühl, die kommt später durch, aber ja, sieht jetzt schon so prachtvoll aus. So, und dann schwenke ich mal rüber in das Abteil, was ziemlich schnell ganz viel Raum eingenommen hat bei mir. Es hat echt Spaß gemacht, das vorzubereiten, könnte man sagen. Also die Tiere sind hier drin. Ich schätze mal, es sind die Amseln, die alles durchwühlen und nach Würmern suchen. Ja, also gemulcht. Hier vorne in dem Abteil sind jetzt überall Kartoffeln drin. Soweit kann ich euch das erzählen. Quasi bis da, wo das Brett anfängt ungefähr. Hier alles. 10 Kartoffeln habe ich da im Boden gebracht, die vorher gekeimt waren. Das ist einmal irgendwie die Violetta und die Rote Amelie. Rote Amelie, eine der leckersten Kartoffeln, finde ich, die ich bisher kennenlernen durfte. Die leckerste für mich. Ja, und hier dachte ich dann nachher Erbsen auszubringen. Einmal von der Seite und von der Seite und vielleicht ist da irgendwas noch am Rand möglich. Hier die zwei markieren Positionen, wo dann Tomaten reinkommen. Hatte ich schon, ne? Das waren meine Experimente. Aber bei minus 2 Grad war dann Schluss. Mal so 0 Grad oder so hat es überlebt, aber bei minus 2 jetzt Ende Gelände. Habe ein bisschen experimentiert mit Pflanzen, die ich da entdeckt habe, wo ich ein bisschen was wegnehmen durfte. Vielen Dank da auch immer wieder an den lieben Herbert, der mir auch die Möglichkeit des Gewächshauses gibt. Einmal da drüben habe ich auch meine Anzucht. Ich habe dieses Jahr sehr spät angefangen und drücke noch so die Daumen, dass das alles irgendwie nachher noch läuft. 3. April vorher habe ich nichts ausgesät. Es ging einfach vorher nicht. Daher, ich sage ja in meinen Videos, es ist nie zu spät. Und die wärmeren Monate kommen noch. Daher, ich bleibe einfach guter Dinge und der Rest wird sich ergeben. Und wenn nicht, auch wenn es dann schwerfällt, das eine oder andere werde ich dann auch tatsächlich vom Wochenmarkt besorgen, um die Lücken zu füllen. Das ist halt dieses Jahr sehr besonders. Die Anzucht lief die ganzen ersten 6 Jahre viel besser. Wobei, habe ich es im ersten Jahr schon gemacht? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Doch, bestimmt. Auf der Fensterbank. Gleich losgelegt. So, ich zeige euch noch mehr. Hier vorne hatten wir die Kartoffeln. Da möchte ich die Erbsen hin haben. 2 Tomaten. Hier dachte ich mir vielleicht auch noch mal so 5 Kartoffeln, andere Sorten. Dann hätte ich hier den Bereich dann frei und könnte hier ein bisschen gestalten. Ja, also das ist hier alles frei. Da bin ich auch ja ungefähr überall, das mache ich überall im ganzen Garten, ungefähr einen halben Meter nach unten gegangen und habe überall rausgeholt, was mir da so entgegenkam, ob Quecke, Brennnessel, Ackerwinde, ja, was da so, nur die Standardsachen bei mir, kennt das ja. Dann habe ich diese ganze vordere Ecke noch neu gestaltet, auch hier mit den Steinen. Ja, das haben wir ja drüben auf der anderen Seite auch. Hier haben wir rote Steine, da stehen noch, ja, da sind noch ein paar über gewesen. Hier die Röhren und so, da möchte ich unten mit Laub und so arbeiten, um
das zu unterdrücken, was von unten hochkommen kann. Und dann wollte ich mal aufhören, dieses Jahr mal das endlich ordentlich nutzen. Ja, aber diese Stelle gefällt mir sehr gut, finde ich. Das sah die letzten Jahre nicht ganz so aus. Und ich habe jetzt auch die Ebenen. Hier ging es so ein bisschen von der Erde hoch am Rand. Jetzt habe ich hier mehr Ebene und komme dann auch beim Sensen weiter. Ja, hier habe ich ansonsten vor, noch den zweiten Kasten abzubauen, vielleicht sogar heute noch. Habe den Akkuschrauber mit, will alles mal auf bessere Beine stellen. Hier was zwischen machen, damit dann auch die Sachen drin Halt haben, weil bis jetzt war das nur das Brett. Und die sind echt tatsächlich richtig, richtig schwer. Ist halt geschmiedet. Ist was Schönes Altes. Ich habe da halt noch einen zweiten. In der Richtung beim Fahrrad, da liegt das Teil. Und das gehört halt dann auf die andere Seite. Da habe ich überlegt, irgendwas mit Wien-Hotel zu machen. Da sieht man noch die ganzen alten Schrauben. Also einmal ordentlich. Das Ding ist ansonsten weiter stabil. Da liegen auch ordentlich Steine drauf, die ich jetzt so gesammelt habe. Hier habe ich noch ein paar Pflänzchen. Ja, was seht ihr hier? So Minze. Das ist wahrscheinlich wieder Nachtkerze. Ja, und andere Sachen zwischen. Kann ich jetzt gerade nicht ganz so erkennen. Haben auch nicht alle Blätter. Steine habe ich noch gesammelt. Bisschen Deko. Ist alles ja Deko. Dekorativ. Also genau. Das ist jetzt die Beetbegrenzung, die ich mir habe hier einfallen lassen. Ich hatte halt viele Stellen, wo nichts war. Und dann waren Steine über. Hinter mir sogar immer noch welche. Ich weiß nicht, ob das Keyhole-Beet gemacht. Auf einmal waren die ganzen Steine über. Echt merkwürdig. Auch echt eine schöne Umrandung geworden jetzt hier so. Also diese ganzen Seiten, das habe ich alles neu gemacht. Überall Beikraut raus, halben Meter runter. Ja, das Stück da habe ich nicht gemacht und auch das Stück nicht. Und da hinten sind halt noch die Brennnesseln, wie ich zeige. Ja. Aber zurück jetzt zu dem Beet hier. Nö, bin durch, ne? Genau, ich wollte nur die Steine zeigen. Ja, langsam wird das alles. Hier auf der Ecke habe ich schon gesenzt ordentlich. Wo bin ich denn gegengekommen? Oh, dich habe ich gar nicht gesehen. Ja, hier habe ich ordentlich gesenzt. Gab es auch einen tierischen Unfall leider. Möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Das hat meine Seele schon ein paar Tage beschäftigt und auch ein bisschen angekratzt. Ja, habe ich im Privaten weitergetragen. Das reicht schon. Ja, es pustet ordentlich, kann es nicht verhindern. Das ist jetzt halt gerade so. Ich hoffe, meine Stimme kann sich durchsetzen. Hier das Stück bin ich zuletzt durchgegangen. Hier bin ich jetzt einmal durch. Das war ja schon vorgearbeitet, habe aber nochmal ordentlich was rausgeholt. Und man erkennt gut die Grenze. Bis hier bin ich gekommen. Und das liegt halt noch an. Auch die Steinreihe frisch machen. Genauso wie ich da erzählte. Hier soll dann auch wieder Minze sein, die ich so teilweise noch entdecke. Aber größtenteils, ich hatte ja mal so ein Häufchen hier liegen, wenn ihr euch erinnert in den Videos. Und ich habe die da leider vertrocknen lassen. Daraus ist nichts geworden. Ja, hier darf ich rüber. So gedacht. Mit ein paar Plätzchen, wo ich mich niederlassen kann. Hier hatte ich aber so ein paar Sachen ausgesät. Da kann ich euch leider noch nichts zeigen. Und auch den einen oder anderen Tag war das so, so windig, dass ich den Salat, der sich da breit gemacht hat, hatte ich ja Salat ausgesät. Der hat sich nicht gehalten, der ist einfach vertrocknet. Ja, das läuft noch nicht so gut mit dem Salat um mir. Da muss ich mir was einfallen lassen. Hier habe ich ja ein Radieschen entdeckt, da unten. Das kam auch noch vom Markt. Ist jetzt schon eine Weile her, ne? Also ich kommen wir mit den Videos gar nicht so richtig hinterher. Hier haben wir noch zweimal vergiss man nicht drin. Aber wer weiß, vielleicht habe ich ja doch schon irgendwie gezeigt, habe es nur vergessen. Jo, das ist hier so die Ecke. Das Beet hier wartet auch noch. Ja, passiert nicht viel, außer dass hier Beinwell wächst. Ach, die ganzen Namen, das fällt mir immer leichter. Habe erwähnt, dass ich noch Probleme mit meinem Speicherbewusstsein habe, beziehungsweise meinem Gedächtnis. Hätte ich da auch noch irgendwie Erdbeeren gesehen. Ja, da haben wir eine Erdbeere. Das war irgendwie eine frühe Sorte, die ich mal vom Herbert gekriegt habe. Ja, und Rhabarber, der macht sich hier richtig breit. Also ist fast so groß wie ich. Nur eine knappe 2 Meter. Und hier unten sieht das auch tippitoppi aus. Ja. Hier noch ein Liebstöckel. Ach, da war eine Taube. Hier habe ich noch ein bisschen was. Hier haben wir auch Beinwell. Königskerze, Nachtkerze müsste das sein. Hier auch nochmal Beinwell, schätze ich mal. Das war so das Abteil von hier. Ich gucke nochmal ein bisschen rüber, ob das hier was Zeigenswertes noch gibt. Ich denke, das haben wir alles abgefrühstückt. Das ist so Stand der Dinge. Ich würde sagen, da gehe ich nochmal nach hinten mit euch. Apfelbaum, hatte ich den drauf?
Das kann ich euch noch auf jeden Fall noch mal zeigen hier. Fangen wir bei der Krücke an. Ja, da sind auf jeden Fall ein paar Blüten dran. Und das Beet hier ist nach wie vor frei. Also es mit dem Laub gefällt mir mal gut. Alles in Maßen, so halte ich es. Menge macht das Gift. Ein oder andere sagt ja, ja, das soll nicht so aufs Beet. Da gibt es auch irgendeinen schlauen Spruch oder so einen schlauen Satz. Habe ich vom Herbert letztens gehört. Bringe ich nochmal in Erfahrung. Ja, und hier wächst das auf jeden Fall fröhlich vor sich hin. Da. Hier auch irgendein Bäumchen. Ich tippe mal langsam darauf, dass es überall Weißdorne sind, die hier einfach so wachsen. Was wächst denn da hinten? Ach, eine dicke Bohne kommt da raus. Sehr schön, genau in der Mitte zu sehen gerade. Ja, Erdbeeren, Zwiebeln, Knoblauch. Das müsste der Knoblauch sein. Ja, und hier war irgendwie angedacht, dass Möhrchenkorn und Radieschen. So viel habe ich dann aber noch nicht entdeckt. Außer hier ein bisschen Radieschen, was abgefuttert ist. Das Beet daneben, das habe ich so weit abgetragen, dass es jetzt aussieht, wie es aussieht. Das wird natürlich auch noch mal irgendwann in Angriff genommen. Ich hoffe, dass ich da zeitnah rankomme, weil das stört mich natürlich. Das Beet wird dann auch noch mal irgendwann freigemacht. Hier auf der Ecke gibt es ansonsten nicht ganz so viel zu zeigen. Vielleicht noch mal Johannisbeeren hier. Oh, jetzt fängt der Regen an. Also die haben wir hier noch drauf. Hängematte und so habe ich wieder hingehängt. Oh, jetzt fängt das ja richtig an. Aber das ist ja an sich auch schon alles gewesen, was ich euch zeigen wollte. Ich habe tatsächlich mit Mikro arbeiten wollen und Stativ. Hat leider nicht geklappt, denn meine Batterien sind alle. Ich hab die einen Batterien drin gelassen im Gerät und im Mikrofon die Batterie, die habe ich leer gelutscht, weil ich es angelassen habe. Ist so wie es ist. Das tat dem Ganzen auch keinen Abbruch. Ein bisschen mehr Wind drauf als sonst. Mit diesem Mikrofon-Puschel oder wie er heißt, habe ich natürlich ein bisschen mehr Ruhe. Wobei hier in Nordfriesland der Wind echt peitschen kann. Aber ja, die Ergebnisse waren doch nachher besser, als ich vermutet habe. Ich weiß das noch, ganz am Anfang haben wir mir das geraten. Der Rigotti, glaube ich, war das. Ja, habe ich probiert, war aber auch noch drauf. Aber es gibt so ein Zwischending, da hat mir das tatsächlich doch sehr geholfen. Und dann hält das Mikro doch ein bisschen mehr aus, als jetzt das Mikro hier vom Handy, so wie es ist. Ja, ihr Lieben, ich packe meine Sachen schon wieder zusammen. Heute wollte ich was hier machen. Habe ich gerade auch angekündigt, aber das Wetter ist so ungemütlich, dass ich irgendwie nicht die Motivation finde und gleich wieder nach Hause abdampfe. Vielleicht werde ich nochmal an die Mauseberge flitzen. Aber in die Richtung. Da hinten seht ihr schon die großen Bäume. So weit weg ist das gar nicht. Vielleicht schaffe ich da auch noch ein Video und dann findet ihr das beim Waldschrat. Haben wir nun mal diese drei Kanäle, Permaculture Mind, der Waldschrat und Hier und Jetzt. Findet ihr auch über meinen Kanal, das müsste eigentlich alles offensichtlich sein. Könnt ihr ja mal stöbern gehen. Ich versuche schon eine Weile für die anderen beiden Kanäle Videos zusammenzukriegen, das hat aber leider bisher noch nicht geklappt. Hab da so meine Themen mit der Seele und die blockieren mich. Das ist derzeit einfach so. Und Stück für Stück werde ich mich da zurückkämpfen. Muss ich das denn jetzt nebenbei zumachen? Dieses so, jetzt habe ich es geschafft. Ja, das war's von mir. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich werde jetzt noch mal ein paar Lichtstrahlen genießen. Ah, ja. Das war echt ein Wechselwetter heute. Da sieht man es noch bewölkt. Und da schaut dann nochmal die Sonne raus. Ein paar Wolkenlöcher. Helle, dunkle Wolken. Jetzt fängt schon wieder an zu regnen, ey. So, und weg.